Schönebeck. Einige Jahre sind vergangen, seitdem das Kinderhilfswerk International Children Help e.V. 2013 in der Region Magdeburg und auch in Schönebeck Hilfsgüter bereitgestellt haben, die durch das Elbe-Hochwasser entstanden sind. Betroffen vom Hochwasser war auch das Jugendzentrum Young Generation in Schönebeck, der eine neue Küche, Kleidungen und sonstige Ausrüstungsgegenstände gespendet wurde, damit die Arbeit schnellstmöglich wieder aufgenommen werden konnte. Am 1. März 2022 war es soweit. Der Präsident Dr. Dieter F. Kindermann und die Botschafter Dimitri Reich und Lutz Bierwirth konnten im Jugendzentrum Young Generation wieder eine kleine Freude bereiten. Jetzt sind wir in Schönebeck in Sachsen-Anhalt und es ist mir nach so vielen Jahren ein Herzenswunsch, wieder bei euch sein zu können. Wir haben etwas mitgebracht für euch. Vor ein paar Wochen war der Dimi schon hier und das war ein Vergnügen. Und wie Dimi empfangen wurde, hat mich schon glücklich gemacht und ich hatte ein einziges Ziel, das war heute wieder herzukommen. Und das eine, das wisst ihr ja, wir haben euch für eure Kinder Gutscheine mitgebracht oder solche Chipkarten, jeweils mit 50 Euro für jedes Kind. Jeder kann also kaufen, was er möchte. Ein paar Bücher, ein paar Giveaways auch von Ernstings Family. Dann haben wir dort mitgebracht ein paar besondere Flaschen, die hat Mario Weißbrot gespendet. Wir haben noch Masken dazu gebracht. Und das hat unsere Freundin Brigitte Roy gespendet. Also einige Dinge, mit denen wir hoffentlich euch eine kleine Freude machen können. Und gerade eben, und das sollt ihr wissen, haben wir einen wunderbaren Kuchen vertilgt. Und einen dürfen wir mit nach Hause nehmen und den kriegt unsere Mannschaft. Das Blech schicken wir zurück. Ja, es ist wieder einer dieser Momente, wo ihr geschafft habt, mir die Stimme zu nehmen. Anders kann ich das gar nicht sagen. Also überrascht sind wir über all das, was ihr mitgebracht habt. Wir haben uns tierisch auf den Besuch von euch gefreut. Ja, entstanden durch eine Freundschaft zu unserer Trixi, die uns, sage ich mal, sozusagen miteinander verbindet. Freuen wir uns ganz besonders, dich, lieber Dieter, hier begrüßen zu dürfen im Jugendclub Young Generation, aber auch deine lieben Botschafter, den Lutz, aber auch den Dimitri. Wir bedanken uns natürlich aber auch nicht nur bei euch für all die schönen Sachen hier, sondern vor allem auch natürlich bei der Inge, einer guten Freundin von dir, die tatkräftig mit dazu beigetragen hat, uns solch tollen Sachen hier zukommen zu lassen. Oder unseren Kindern und Jugendlichen vor allem natürlich. Und auch natürlich der Ernstings Family GmbH oder dem Geschäft der Ernstings Family. Danken wir natürlich sehr. Wir sind einfach nur, ja, positiv geschockt, würde ich es mal nennen. Also Sachspenden sind immer was Schönes, aber Sachspenden, also Gutscheine, womit die Kinder mal selbstbestimmt einfach losgehen können und mal das kaufen können, was sie schön finden, was sie toll finden, was cool ist, das ist eine ganz besonders tolle Erfahrung. Vielen, vielen Dank im Namen all unserer Kinder und Jugendlichen. Im Namen all unserer Familien, der Geschäftsführung vom Rückenwind e.V. Ja, ich hoffe oder wünsche mir, dass wir in Kontakt bleiben. Und ich denke, es werden euch ganz viele tolle Fotos oder Ähnliches in Zukunft erreichen. Wunderbar. Und wir bleiben nah beieinander. Wir sind in eurer Nähe. Ich habe einen Spruch, der heißt, ich bin nie weiter weg als mein Telefon. Wünsche euch Glück. Und weil wir beide ja sowieso gesundheitlich saniert sind, nehme ich dich in die Arme. Danke, danke, danke. Vielen alles Dank. Liebe. Dir auch oder auch deinem ganzen Team. Alles, alles Liebe. Ach, wir kommen wieder. Ja, sehr gerne. Unsere Türen sind offen, ne? Für wunderbar. Alle übrigens. Wunderbar. Wir danken. Das sind 50 Gutscheine von Ernstings Family. Und Ernstings Family hat also auch noch Rabattgutscheine dazu gegeben. Jeder bekommt zu den 50 Euro noch 10% Rabatt. Das sind Giveaways für Kinder, für ihre Ranzen. Das sind kleine Büchlein, auch von Ernstings Family. Das sind die besonderen Flaschen, die uns Mario Weißbrot gespendet hat. Hier was Süßes, auch von Ernstings Family. Masken, da können noch welche nachgeliefert werden. Und das ist von Brigitte Roy, unserer Freundin aus Stadthagen.
Also gemeinsam sind wir stark. Und ich freue mich, nach so vielen Jahren endlich mal wieder hier sein zu dürfen. Und versprochen habe ich, und wir gemeinsam, wir kommen wieder. Ich danke euch für eure gute Arbeit, die ihr macht für die jungen Leute. Denn Kinder und Jugendliche, das ist unsere Zukunft. Wir haben keine andere. Und was vor uns liegt, ist nur die Zukunft. Nichts anderes. Aus gegebenen Anlass bitten wir Sie um Unterstützung und Hilfe für die Ukraine. Wir haben schon tonnenweise Hilfsgüter gesammelt und auch verschickt, aber wir benötigen weiterhin Ihre Hilfe an Sach- und Geldspenden. Informationen darüber erhalten Sie auf unserer Webseite www.ichev.de. Herzlichen Dank.